und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, wir sind jetzt am Zielort angekommen und wir müssen einen Weg in das Adeptorium finden. Allerdings, hier vorne sind schon alle platt gemacht worden. Und ich denke, dass das nicht der Weg ist. Genau, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. Frage ist nur, komme ich da jetzt richtig hin? War das hier hinten um die Ecke? Da gibt es noch einen Nebeneingang, der war es aber nicht. Ich habe es nur noch in Erinnerung, dass irgendwo ein Nebeneingang war, wo wir durchkamen. Ah, hier ist es. So, eine Scherbe haben wir hier auch. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht das, wo man so schwer rankam? Da geht es nicht hoch. Kommt man denn da ran? Ne, da muss man von hinten, genau, da muss man nämlich hinten diesen einen Weg entlang gehen. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. So, Leute, ich habe einen langen Weg vor mir. Und ich meine, es gab hier auch irgendwo noch ein langes Rätsel. Wenn das hier drin gewesen ist, deswegen habe ich gerade keine Zeit, mit euch hier rumzuhantieren. Genau, das war das, was ich im Kopf hatte. Hier sind auch ganz viele Gegner, meine ich, drin gewesen. An denen noch vorbei. Verbrennt es. Ah, hier hinten, genau. Geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven, Jungs. Ich will nur zur Scherbe. So, mein Problem ist jetzt, wer ist mitgekommen? Wer ist mitgekommen? Der ist schon mal tot. Der traut sich nicht rüber. Und die anderen laufen anscheinend alle hinten rum. Okay, dann kann ich die Himmelsscherbe nämlich schon mal holen. Theoretischerweise müssten wir jetzt den Weg auch wieder zurücklaufen. Was natürlich toll ist, wenn die gerade alle angegriffen haben. Aber gut, kann ich jetzt auch nichts für? Ich meine, das wäre doch das Verlies gewesen, wo so viele... Alter, lass mich doch einfach mal hier durchlaufen. Wo so viele Quests eigentlich waren. Also nicht Quests, wo so viele Rätsel, meine ich, noch mit drin waren. Aber es kann auch sein, dass ich mich jetzt da vertue, weil ich laufe jetzt hier ziemlich gut durch. Wieso ist das... Ich wollte gerade sagen, wieso ist das jetzt über mir? Eindringlinge! Dieser wird euch diesen heiligen Ort nicht betreten lassen. Genau. Lass sie nicht betreten. Aber die kommen nicht mehr, oder? Ihr seht nicht so aus wie einer der Soldaten der Usurpator-Königin. Wer seid ihr? Was macht ihr hier unten? Ich arbeite mit Gareshiri. Ja. Ich hörte von dem Angriff auf das Adeptorium. Deshalb kam ich her, um zu helfen. Der Sprecher der Mähne schickt euch? Dieser hätte gedacht, dass wir ob der Drachen und der Schlachten im Norden auf uns allein gestellt sind. Samarak kam hier runter, um diesen Pfad zu versperren. Aber inzwischen denkt er, dass die euraxischen Soldaten die Großadeptin suchen. Warum sollten euraxische Soldaten die Großadeptin suchen? In Wüstenwind finden sich viele kajitische Geheimnisse. Und die Hüterin dieser Geheimnisse ist die Großadeptin. Wenn ihr wirklich helfen wollt, folgt Samarak zu den Gemächern der Großadeptin. Würde ich gerne. Ich wollte gerade sagen, darf ich aber nicht. Neun Winde, nein. An die Tür. Geht und rettet die Große. Okay. Geht, dieser wird einen anderen Weg hineinfinden. Ja, pass aber auf dich auf. Ihr seid zu spät. Die Große Gästin hat vor ihrem Tod alles offenbart. Niemand kann sich Euraxia oder ihren Champion widersetzen. Alter, ernsthaft. Mach sie fertig, Basti.
Bleib hier, ich soll mit dir reden. Moment, bevor ich mit dir rede. Ich meine, wir sind hier auf kajitischem Grund, ne? Da könnte ja eventuell das ein oder andere für mich drin sein. Ne? Also die ein oder andere, der ein oder andere Entwurf, das wollte ich sagen. Helf mir! Lass Sumokfom mir nicht die Seele rauben! Sumokfom? Was geschieht mit euch? Sumokfom, das ist das Werk des Nekromanten. Selbst im Tode diene ich weiter. Warum sollte Sumokfom euch das antun? Er nannte es einen Segen. Er sagte, es würde mich beschützen. Verdammt sei er, denn er hat mir die Seele genommen. Bitte, ihr müsst mir helfen. Befreit mich von diesem Fluch. Sagt mir, weswegen ihr hergekommen seid und ich versuche euch zu befreien. Wir kamen wegen eines uralten Geheimnisses her. Eines, das von der Großadeptin gehütet wurde. Sie lieferte uns einen guten Kampf. Das muss ich ihr lassen. Sumokfom sucht nach dem Fundort der Körperteile des Verräters. Ich habe erfahren, wo der verstümmelte Leichnam versteckt wurde. Jetzt helft mir bitte. In Ordnung. Ich werde versuchen, euch zu befreien. Ihr liegt falsch. Das Geheimnis gehört mir. Was die Kampfmagierin zu Lebzeiten wusste, wispert sie mir nun im Tode zu. Bald wird Stromfeste fallen und der Verräter wiederhergestellt. Lass den vierten Wind den Weg frei machen. Großadeptin! Nein, Samarak ist gescheitert. Dieser war zu langsam. Wieder einmal. Oh, armer Samarak. Was ist hier geschehen? Wer hat die Großadeptin getötet? Eine von Euraxias Kampfmagierinnen. Ich habe sie getötet, aber ich kam zu spät, um die Großadeptin zu retten. Samarak dankt euch, dass ihr die Großadeptin gerecht habt. Doch warum haben sie dieses friedliche Adeptorium angegriffen? Warum töten sie eine harmlose, alte Schülerin des Wüstenwinds? Es ist, wie ihr vermutet hattet. Sie trachteten nach einem der Geheimnisse der Großadeptin. Leider hatten sie Erfolg. Die Usurpatorkönigin hat einen Fehler gemacht, als sie die Großadeptin tötete. Was auch immer sie finden wollte, hatte eine ungeahnte Auswirkung. Es hat die Schüler der Wüstenwinde aufgebracht. Samarak hat die Adeptin Garesh-Ris Kampf verschrieben. Euraxia wird fallen. Dann bringt die Adepten nach Stromfeste, denn dort plant Euraxia als nächstes zuzuschlagen. Wir sind nicht viele, aber wir sind stark. Die Adepten des Wüstenwinds werden der Stadt helfen. Samarak wird euch dort treffen, nachdem er sichergestellt hat, dass die Großadeptin die angemessenen Segnungen empfängt. Okay, Samarak. Du kümmerst dich um die Segnungen, ich kümmere mich darum. Ach, das war ein Bücherregal. Ich kümmere mich darum, hier mal eben schnell zu gucken, ob wir noch was einsammeln können. Ist jetzt leider nicht das Erhoffte dabei rausgekommen heute, aber ich meine, ne, bei so vielen Truhen und Schränken, da kann man einfach nicht dran vorbeilaufen. Da muss man tatsächlich gucken. Weil, wie gesagt, es könnte immer mal ein Entwurf dabei sein, den man noch nicht hat oder ähnliches. Ah, bei den roten Dingern kann man anscheinend nichts rausnehmen. Na gut. Dann. Das war übrigens, glaube ich, nicht das mit den Rätseln. Also irgendwie kommt mir das hier ein bisschen spanisch vor. Ein bisschen anders als das, was ich im Kopf hatte. Leute? Warum stehst du so da, als ob du mich angreifen willst? Hallo? Ich dachte, jetzt kommt hier noch irgendwie so eine Ansprache, so nach dem Motto, du kommst ja nicht vorbei oder so. Aber da nichts kam, war ich etwas verwirrt. Und hab dann gesehen, dass ich mit Tarn sprechen soll. Der hier ums Eck ist. Also ihr seht schon, ihr könnt hier wirklich viel mal durchsuchen, ob was für euch drin ist. Ich hoffe, ihr habt tatsächlich mehr Glück als ich in dem Fall. Hier ist noch einer, habe ich gerade gesehen, der hier am Durchsuchen ist.
Der ist auch so clever und guckt mal überall nach, ob irgendwas Schönes dabei ist. Na toll, jetzt habe ich mal ein Handwerksziel bekommen und das sind die Rotwardonen. Na gut, so, hier haben wir nur noch die Stühle, beziehungsweise die Throne. Dann würde ich sagen, gehen wir durch. Übrigens, ihr könnt jetzt im Nachhinein, wenn ihr das hier einmal gemacht habt, auch von dieser Seite aus reingehen. Also das ist schon ein ganz guter Tipp, um nochmal ein paar Sachen zu sammeln. Sprecht mit Tarn. Ich denke mal, dass der ein Stromfest hier oben ist. Genau. Ich werde mich jetzt dorthin aufmachen und wir sehen uns gleich wieder. So, ich denke mal, dass Tarn wieder, genau, wieder hier vorne drin ist. Ich habe Gareshri und Kamira darüber in Kenntnis gesetzt, was in Krempen vorgefallen ist. In diesem Augenblick mobilisieren sie bereits unsere verbliebenen Truppen. Nun sagt mir, was habt ihr im Wüstenwind-Adeptorium erfahren? Euraxische Soldaten wurden entsandt, um Informationen für Sumog Fohm zu sammeln. Er will den Leib des Verräters bergen. Ich habe mich oft gefragt, wer Cadwell war, bevor er ein Seelenberaubter wurde. Ich kenne Geschichten über den Verräter, aber ich hätte die beiden nie in Zusammenhang gebracht. Der Cadwell, den wir kennen, ist so gar nicht das. Wir kümmern uns um Sumog Fohm, nachdem wir Stromfeste gerettet haben. Sonst noch etwas zu melden? Die überlebenden Wüstenwind-Adepten kommen, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Nun, das ist mal eine willkommene Nachricht. Viele der Adepten haben bemerkenswerte Kampffertigkeiten, die wir sicher brauchen können. Wo wir gerade davon sprechen, seid ihr bereit, die Stadt zu verteidigen? Was soll ich tun? Fürs Erste solltet ihr eure Kräfte zurückgewinnen und euch vorbereiten. Euraxias Truppen werden bald eintreffen und wir müssen bereit für die kommende Schlacht sein. Und hier, nehmt dies. Gareshri drückt mir ständig diese Beutel in die Hand, aber ich kann mit Khajiit-Gold wenig anfangen. Khajiit-Gold. Ja, und wir haben ein geschärftes, einhändiges Schwert erhalten vom Set Gewandlung von Darlok Bre. Mehrere Cadwells, Nekromanten, Drachen und jetzt marschieren auch noch euraxische Soldaten gegen Stromfeste. Dieser Tag wird auch immer besser. Trotzdem gibt es viel zu tun und es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenigstens habe ich es zurückgeschafft, ehe Euraxias Soldaten ihren Angriff begannen. Ja, aber Gareshris Späher melden, dass sie auf dem Weg sind. Unsere Unterredung scheint Euraxias Zorn angefacht zu haben. Was von Elsweyers Miliz verbleibt, hat sich in Stellung gebracht, aber ich fürchte, sie sind zu wenige. Sie brauchen eure Hilfe. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Gareshri hat die Verteidigung der Stadt in Kamiras Hände gelegt. Sie bewegt die Wüstenwind-Adepten, alle Freiwilligen, die sie aufstellen konnte, und das, was von der Miliz übrig ist, wie Figuren auf einem Spielbrett umher. Erstattet ihr Bericht und sie gibt euch eure Befehle. Ich werde mich bei Kamira melden. Findet Kamira draußen und fragt, was ihr tun könnt. Euraxische Soldaten werden bald Stromfeste erreichen. Wenn das passiert, bricht hier das Reich des Vergessens aus. Helft meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Was passiert hier nochmal? Also, ich mach's jetzt mal der Vollständigkeit halber. Ihr habt im Wüstenwind wohl mehr abbekommen, als ich dachte. Oh, nun denn. Nachdem ich versehentlich einen kleinen Teil dazu beigetragen hatte, die Drachen aus den Kolosshallen zu befreien, bin ich nach Elsweyer gekommen, um die Lage zu richten. Und ihr habt nach mir geschickt, damit ich euch gegen die Drachen helfe. Also ist euer Gedächtnis nicht ganz verwirrt. Ja, aber wir haben festgestellt, dass die Khajiit sich mit mehr als nur den Drachen herumschlagen müssen. Meine Halbschwester Euraxia, die Usurpator-Königin von Krempen, hat sich mit Nekromanten und den großen Bestien eingelassen, um Elsweyer zu erobern. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Nur, dass Cadwell, der galante Ritter von Kalthafen, daran beteiligt zu sein scheint. Nun, zumindest seine körperlichen Überreste. Sumog Fohm sucht nach den abgetrennten Körperteilen von Cadwell, dem Verräter, um den bösen Ritter wiederherzustellen. Zu welchem Zweck? Ich habe keine Ahnung. Erzählt mir mehr über Cadwell, den Verräter.
Laut den kaschitischen Legenden war Cadwell, der Verräter, einer der Helden, die Kunsari halfen, die Drachen in den Kolosshallen einzusperren. Euraxia hat den Nekromanten Sumok Fom und seinen Kader an finsteren Magiern in ihren Diensten. Er hat Cadwells Kopf wiederbelebt. Also, es ist wirklich nicht böse gemeint, aber ich verstehe absolut gar nicht, warum man in einer Story drin ist und mindestens 3 bis 5 Mal innerhalb von dieser Story die Sachen wiederholt bekommt, die man quasi gerade erst ja erlebt hat. Oh, die denken echt, wir haben so ein schlechtes Gedächtnis. Ich habe Kamira entsandt, um die Verteidigung der Stadt zu koordinieren, während Tarn und ich unsere Strategie weiter verfeinern. Können wir die Stadt halten oder sollten wir zurückfallen? Ich hoffe, der Kampfmagier kann ein Wunder aus dem Hut zaubern. Doch darauf dürfen wir nicht zählen. Warum habt ihr Kamira das Kommando über die Verteidigung der Stadt gegeben? Kamira kennt Stromfeste und seine Bewohner gut. Ihre Ausbildung hat sie auf eine solche Aufgabe vorbereitet. Sie ist bestens dazu in der Lage, unsere Verteidigung zu organisieren und unsere Strategien in umsetzbare Taktiken zu überführen. Sie ist sehr gut darin, Dinge zu bewerkstelligen. Glaubt ihr wirklich, dass Euraxia die Stadt angreifen wird? Als Euraxia unsere Heimat eroberte, besetzte sie zunächst den oberen Abschnitt des nördlichen Elsweir von Stromfeste bis Krempen. Es brauchte viele Jahre und viel Blut, um den Nordwesten zurückzuerobern und sie in Krempen einzudämmen. Ich habe keinerlei Zweifel, dass sie angreifen wird. Könnt ihr denn tatsächlich gegen Euraxias Truppen bestehen? Es wird nicht leicht werden, aber unsere Strategie ist vernünftig und Kamira ist herausragend im Umsetzen von Taktiken. In Anbetracht von Hauptmann Nala Dos verbleibenden Kriegern und der Wüstenwind-Adepten, die ihr mitgebracht habt, sollten wir die Truppen haben, die wir brauchen. Solange Euraxia keinen Drachen schickt. Das war mein Hauptgedanke. Ich werde Kamira finden. Dürfen wir hier eigentlich noch ein paar Sachen mitnehmen? Oh ja, das ist doch nett. Kann man sich hier dann nämlich auch schon mal umsehen. Das ist doch wirklich nett. Ich zeige euch das nur kurz, was ihr hier alles so mitnehmen könnt, beziehungsweise wo ihr mal gucken könnt. Ja, da allerdings die Aufnahme doch sehr, sehr lange geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.